Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Scum ist draußen, alle die es noch nicht kennen. Ein Survival Game in einer Open World. Merkt gleich, ich glaube, wir stellen erstmal ein bisschen ein. Alter, können wir erstmal so lassen. Hier können wir die Muskeln einstellen. Hier sieht man direkt, dass es anwächst. Hier können wir direkt stabil machen. Voll schlank. Und hier so mittig hat man halt eine ganz gute Mischung. Wobei man sich auch noch während des Spiels entwickeln kann. Richtung Fett kann man durch ungesunde Ernährung gehen, mehr Kohlenhydrate zunehmen oder Kalorien, als man verbraucht. Ich glaube, da kann man trainieren. Von daher würde ich fast sagen, wir machen mal so ein bisschen. So würde ich mal machen. So. Ja, ein bisschen zurück. Denn wir müssen ja auch noch klettern können und weg schnell sein. Hauttyp. Ne, Kopftyp ist das Heat. Den lassen wir schon so. Tattoo lassen wir on. Sonst haben wir hier nicht allzu viel. Das würde ich jetzt erstmal. Achso, Tattoo Style können wir noch. Nee. Nee. Nee, dann noch den einfachen. Hier. Den würde ich so machen. Next. Ja, heute um 18 Uhr ist es rausgekommen, das Spiel. Boxing, jetzt können wir hier ein paar Skillpunkte vergeben. Boxing ist natürlich am Anfang basic sehr wichtig, denn Rivals sind Messer. Naja, noch ein Weapons. Ja, wir haben hier für nichts mehr. No Skills, da können wir noch ein bisschen. Okay. So würde ich es jetzt lassen. Running. Okay, jetzt haben wir hier nichts mehr. Lassen wir hier ein bisschen. Running, so. Machen wir so. Basic. Swimming, alles noch nicht. Steals. Driving und so, das geht eh alles noch nicht. In Skills. Sniping. Command Flag. Survival. Machen wir so. So. Und Name. The Bendover. Den nennen wir so, ne? Irgendwas fehlt noch. Den Bendover würde ich jetzt so lassen. Eigentlich. Muss er den nochmal so nennen? Bendover. Ja. Bendover. Dann nennen wir ihn so. Wenn es so sein soll. Und wir gehen auf Created. So, hier könnten wir jetzt noch nichts mehr machen. Genau, hier sehen wir alles nochmal. Ich spiele es wirklich mit euch das erste Mal. Es ist jetzt 18 Uhr online gekommen, es ist 18.21 Uhr. Und es geht im Groben darum, dass es eine Insel gibt, 12x12 Kilometer. Eine TV-Show stattfindet, wo die Gefangenen die Hauptrollen spielen. Das heißt, wir sind Gefangene, alle die drauf kommen. Ich spiele zurzeit im Singleplayer, aber nichtsdestotrotz müssen wir hier dementsprechend auch irgendwie überleben. Warten wir. Wie wir hier ducken. Also mit X können wir schon mal hinsetzen. Mit C ducken wir uns. Seht gerade noch. Und es ist echt eine sehr schöne Map. Ich habe schon ein bisschen natürlich gesehen. Weiß nicht, wie wir hier schneller laufen. Ich habe wirklich noch nichts gemacht hier. Es gibt auch... Na, was macht er? Wir müssen irgendwie rennen können. Jetzt ein bisschen ducken hier.
Stamina haben wir eigentlich noch. Okay, das macht man mit den Maustasten. Lauf mal wieder normal. N. Ja. Ah ja, stand irgendwo F, deswegen. Items. Mal eben Option, ob wir hier reinkommen in die Controller, ja. Jump. Moment. F, Q, Target. Also hier kann ich nicht ausweichen mit Q und E. Okay. Weapons. V. Können wir gleich mal reinschauen. Enter, Change Camera. Map. F1-Menü. Left Alt. Okay. Push to Togis B. Dann gucken wir mal erstmal da rein. So. Hier haben wir jetzt erstmal noch nichts. Wir haben zwei Taschen in der Hose. Wir haben eine Tasche im Hemd. Das sind die Quick. Quick Access. Also unten die Schnellauswahl. Dann haben wir hier Crafting. Wir können hier auch craften. Seile. Shelter. Wir haben hier jede Menge. Munition können wir sogar. Töpfe. Weapons, Items, Food. Dann haben wir hier den Gesundheitszustand. Der ist richtig genial. Also da müssen wir uns mal richtig mit beschäftigen. Hier geht es, wie viel wir verbrennen und wie viel wir dann zu uns nehmen. Und das bestimmt halt, ob wir dicker werden, dünner werden, wie auch immer. Events können wir hier auch teilnehmen, natürlich nur im Multiplayer oder im Multiplayer beziehungsweise im. So, dann haben wir F1 gehabt, da können wir jetzt gerade nichts machen. Was hatten wir noch? Schon wieder hier. Okay, dann müssen wir noch mal reinschauen. Option Controller. Cool, left, right. Was ist das? Runter. C, ja, das ist glaube ich die Duckung. Ja. Deckung gehen. Combat. Weapons. Hier waren wir. Left, alt, free look. Night vision. G und left, alt. Können wir nochmal ausprobieren. Left, alt. Können wir uns wirklich umdrehen. So drehen wir uns komplett um und hier so, gerade wenn wir laufen, können wir dann uns umschauen. Das ist schon ganz gut. Dann haben wir Night Vision natürlich nicht an, weil wir wahrscheinlich keine haben. So, jetzt müssen wir noch gucken, wie wir Running machen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, wenn uns gleich ein Zombie entgegenkommt. Noch haben wir ja nichts. Wir haben ja gar nichts. Jump, WASD. Jump, Spacebar. Aber. Jump in Climb, ja, das ist richtig. Run. Q und E, das ist ja das Entdeckung. Up and Down. Ich
Ich weiß es nicht, wie wir auf Running übergehen. Rappen. Look. Interact F. Genau. Map können wir uns gleich angucken. Forward, ich weiß es nicht. Das hatten wir ausprobiert. Wir können es nochmal mit den Rädern. Okay. Ah, mit dem Rad bestimmt man die Geschwindigkeit. Sehr cool, habe ich auch noch nicht erlebt. Mit dem Mausrad. Und jetzt gucken wir uns mal die Map an. Das ist die Map hier. Wir sind hier unten A2. Seht ihr vielleicht den blauen Pfeil? Ich bewege mich mal. Da vorne ist ein Flughafen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Hier vorne sehe ich ein kleines Gebäude. Da werden wir uns da mal hinbegeben. Ihr seht, wie die Stamina runtergeht, ne? Wenn ich jetzt so schnell renne. 92,90. Ah, das ist cool. Man hat ja komplett die Geschwindigkeit selbst in der Hand. Können ja hier einfach nur I'm walking. Was natürlich nicht gewollt ist. Ja, wir können frisch die Kleidung anziehen. Wir können durch Fenster reingehen. Wir können urinieren. Wir können auch den Stuhlgang verrichten. Und das finde ich richtig genial. Also es gehört all dazu zum Leben. Und ja, es ist auf jeden Fall eine Open World. Wir können hier richtig... Was war da? Ja, da ist ein Zombie. Da wollen wir nicht hin. Wir können uns natürlich mit dem Boxen, ne? Jetzt haben wir noch nichts zu verlieren. Ah, hier können wir ranzoomen. Okay. So, V stellen wir auf Kämpfen um. So, wir haben gewonnen, so wie es aussieht. So, wie man sieht. So, jetzt wird hier alles hingelegt. Ich glaube, wir können auch hier gucken. Genau, das ist das, was auf dem Boden liegt. Wir können jetzt hier die Schuhe anziehen. Die Hose haben wir schon angezogen, wie es aussieht. Die Nägel packen wir uns in die Tasche. Die Schuhe, die können wir hier lassen. Oder haben wir die Schuhe schon angezogen gehabt? Ich glaube, die hatten wir. Okay. So, wir haben zumindest schon mal eine andere Hose an. Jetzt liegt das nämlich alles hier auf dem Boden. Und jetzt können wir wieder weitergehen. Mal gucken, ob es die Richtung war. Nee. Wir müssen so in die. Also meine Tattoos, die sieht man ganz gut eigentlich. Die ich natürlich nicht habe im Real Life. Die Stamina ist wieder auf 98, obwohl wir gekämpft haben. Das heißt, wir haben auch mit den Fäusten eigentlich ganz gute Chance. Wir haben auch eine Verletzung. Wir können uns das nochmal anschauen.
Und zwar hier. Körper. Da sind die Werte. Man sieht es auf jeden Fall, wenn er hier unten guckt, an der Figur. Ne? Der Arm hat sich ein bisschen verletzt. Gesundheit ist auf 72%. Das heißt, wir wurden schon getroffen. So ist es nicht. Ja, die erste Action haben wir erlebt, ne? Es macht tierisch Spaß schon. Also, wir sehen zwar noch nichts, aber... Ich glaube, ich muss auch die Grafik noch ein bisschen zurückschrauben, damit es den Spielfluss einfach gibt, hergibt. Wir müssen mal schauen hier. Eine kleine Minimap wäre noch cool, aber das hat man ja in Wirklichkeit auch nicht. Gucken, ob wir noch zum Haus kommen. Joggen wir schön. Sieht man irgendwo die Geschwindigkeit, die wir joggen? Nee, ne? Rank Nobody. Also wir haben noch keinen Rank. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zu dem Gebäude, was ich hoffe, was es ist. Ja, die Folge werde ich gleich noch hochladen. Um euch zu zeigen, dass es auf dem Kanal Scrum gibt. Ja, die Ferne ist... Ja, ich glaube, das kann man alles noch ein bisschen einstellen. Da muss ich noch mal schauen, wo sind wir denn jetzt? Wo ist in die Richtung? 67% Health. Aber ich glaube, das liegt eher am Laufen. Oder sind wir so schwer verletzt am Arm? Glaube ich aber schon fast nicht. Wir hatten ja erst einen Kampf hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte euch mal noch zeigen. Ja, wo war das? Nee, das war's nicht. Schau, können wir zurück machen. Gab eigentlich noch. Da muss ich noch mal nachgucken. Es gab noch was. Option Controller. Spacebar C. Und E. Das ist ja die Deckung. Immer noch. Combat Left Mouse Right. Ah, hätten wir noch drücken können, für was auch immer das steht. Da ganz hinten. So, Reload Weapons, okay. Luft anhalten. Auch. So. Tab. V ist Combat Mode, Kampfmodus. Interact F M G. Reload haben wir auch gemacht. Gab eigentlich noch. FSDA Space C. Okay. Und X hatten wir ja. Ja, da gucke ich noch beim nächsten Mal. Und zwar suche ich den Menüpunkt, wo man sich erleichtern konnte, um euch das zu zeigen. Ah, da ist das Haus. Auch in dem Gang kann man jetzt langsamer. Sind schon ganz schön viele.
Also ein Feuerwehrmann. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt hier rüberkommen, deswegen. Ja, gerade war, musste schon ziemlich nah kommen, ne, bis er mich erkannt hat oder entdeckt hat. So, dann haben wir hier. Wir müssen auf jeden Fall eine Waffe finden. Am besten eine ohne Munition, erstmal ein Messer oder so. Ja, und was zwischendurch kommt, sind Drohnen, denn wir sind ja in der TV-Show. Und von daher müssen natürlich auch Kameras dann kommen. Man kann in alle Häuser rein. Hier ist nichts drin. Hier ist was drin. Ist nichts drin. Hier gurgelt irgendeiner. Da steht einer. Ich glaube, hier oben bleiben wir mal kurz. Metal Scrap. Wir brauchen auf jeden Fall neue. Alle Kisten, die zu sind, da kann man reingucken. Hier haben wir gerade reingeguckt, da ist ja nichts mehr. So, gleich mal hier oben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde heute Abend mal den Multiplayer austesten und den Koop. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall ein Let's Play machen. Wenn es euch gefällt, schreibt gerne in die Kommentare. Möchtet ihr lieber Mist sehen, Scum oder beides, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Euer Feedback ist mir wichtig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss.